Ich komme zu einem schwierigen Thema. Die Landsmannschaft wird sich dafür einsetzen, dass die Eigentumsfrage in zufriedenstellender Form gelöst werden kann. Die bisherige Herangehensweise, den vertriebenen Deutschen nichts zu geben, vielmehr jeglichen Anspruch als nicht existent, unbegründet, ja friedensgefährdend hinzustellen, muss ein Ende haben. Der Ehrlichkeit halber aber wird man feststellen müssen, dass dies im Wesentlichen innerstaatliche Fragen sind. Unser Gegenüber in dieser Frage ist unsere eigene, die deutsche Bundesregierung. Denn einerseits ist es versäumt worden, zum gebotenen Zeitpunkt die Rechte deutscher Bürger gegenüber den Vertragspartnern des 2+4-Vertrages sowie Polen, Litauen und Russland einzubringen. Nunmehr dürfen die Nachbarn des wiedervereinigten Deutschlands mit guten Argumenten davon ausgehen, dass diese Fragen zwischenstaatlich nicht mehr aufgeworfen werden und abgeschlossen sind. Und andererseits kann man nicht erwarten, von fremden Staaten erhalten, als die deutschen Regierungen selbst in Mitteldeutschland zu geben bereit gewesen sind. Wir werden es aber trotzdem nicht länger hinnehmen, dass die Bundesregierung den enteigneten Vertriebenen gegenüber auf die Vertreiberstaaten hinweist, selbst aber diesem gegenüber erklärt, es gebe keine Ansprüche, wie der damalige Bundeskanzler Schröder, oder die Thematik gar nicht anspricht, wenn es geboten ist, wie zum Beispiel beim Abschluss der EU-Verträge. Die Regierungen Osteuropas hingegen haben nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen die Lage so vorgefunden, wie sie ist. Sie können mit erheblicher Berechtigung sagen, wie ich eben schon ausführte, dass einerseits die Deutschen ihre Bodenreformopfer auch nicht entschädigt haben und andererseits die Deutschen diese Fragen nie angesprochen haben und damit den Rechtsschein der endgültigen Anerkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse gesetzt haben. Hieran wird man sich festhalten lassen müssen. Die Bundesregierungen haben das Thema in Kenntnis der Zusammenhänge auf die osteuropäischen Staaten geschoben, um den deutschen Staatssektor zu schonen. Ein weiterer sehr wesentlicher Effekt dieser Politik war, dass ein Stachel zwischen die Vertriebenen einerseits und die Nachkriegsbevölkerung in der Heimat andererseits gelegt und die Vertriebenen zum Störenfried gestempelt und in die Ecke gestellt werden konnten. Wir werden den Finger in die Wunde zu legen wissen. Wir werden es nicht mehr zulassen, dass wir und die heutige Mehrheitsbevölkerung Ostpreußens gegeneinander in Stellung gebracht werden. Die heutigen Bewohner Ostpreußens in zweiter und dritter Generation haben die Situation nicht herbeigeführt. Sie haben die Situation auch nicht zu verantworten. Sie sind überwiegend dort schon hineingeboren worden. Wir haben gute Beziehungen zu den Menschen in Ostpreußen, bei denen wir für unsere Anliegen häufig, meist mehr Verständnis finden als bei Bundesbürgern. Diese Beziehungen, Bindungen und Freundschaften sind belastbar und wir werden sie weiter pflegen und weiterentwickeln. Wir werden uns nicht länger als Schreckgespenst der Ursache einer neuen Vertreibung hinstellen lassen. Eine realistische Lösung für die Erlebnisgeneration, um einmal eine Lösungsmöglichkeit aufzuzeigen und nicht nur mehr zu beklagen, was falsch gemacht worden ist, ist die Schaffung von besonderen Rentenansprüchen für Vertreibungsopfer. In diesem Zusammenhang gehören auch andere Rentenansprüche. Das deutsche Rentensystem ist im Verhältnis zu den Vertriebenen höchst ungerecht. Es macht beispielsweise einen Unterschied, ob Sie Ostdeutscher sind oder nicht, wenn Sie Ihre Rente im Ausland genießen wollen. Wenn, und es wird hier im Saal noch etliche geben, auf die das zutrifft, vor 1945 im Reichsgebiet Rentenansprüche erworben haben, aber östlich von Oder und Neiße, sei es auch nur in Slowice oder im Görlitz östlich der Neiße, dann erhalten Sie heute Rente nur innerhalb der Europäischen Union. Für rentenversicherungsrechtliche Zeiten, die vor 1945 vollständig im heutigen Bundesgebiet erworben worden sind, können Sie eine Rente in der ganzen Welt genießen. Ist das gerecht? Das ist natürlich höchst ungerecht, aber es ist Gesetz. Meine Damen und Herren, es gibt Opfer von Zwangsarbeit, die dafür Rente erhalten. Es gibt aber auch Opfer von Zwangsarbeit, die dafür keine Rente erhalten. Diejenigen, die Rente bekommen, sind ausländische Verfolgte des Naziregimes, die in irgendeiner Weise zur Arbeit im Reichsgebiet gezwungen wurden, übrigens auch östlich von Oder und Neiße. Es ist gut und es ist richtig, dass die Menschen für ihre Arbeit auch ihre Rente bekommen. Diejenigen, die keine Rente bekommen,
sind Deutsche, die von Stalin verschleppt und in Russland oder in Sibirien Zwangsarbeit verrichten mussten. Wir werden uns für Gerechtigkeit, für eine Rente auch für deutsche Zwangsarbeiter einsetzen.